Servus Leute und willkommen zurück bei der Shisha WG. Ein Thema, was belastend ist, aber halt einfach sein muss, die Reinigung von unseren Pfeifen. Viele fragen immer, wie mache ich das, wie oft mache ich das, und deswegen kommt heute ein neuer Teil, weil das Video gab es eigentlich schon mal, aber um auch die neuen Leute abzuholen und das Ganze nochmal ein bisschen schöner und besser zu machen, heute der neue Teil, wie reinige ich meine Pfeifen und wie funktioniert das und wie oft und all das. Ihr seht das, mein Köpfchen lässt langsam nach, das Ding ist gleich durch und dann schnappen wir uns auch die Pfeife und machen die direkt mal zusammen sauber. Aber erstmal die Frage, wie oft mache ich überhaupt meine Pfeife sauber? Das ist vielleicht nicht das optimale Beispiel, wie ich das mache, aber ich erzähle euch einfach heute, wie ich das persönlich mache. Bei mir gibt es zwei verschiedene Arten, eine Pfeife sauber zu machen. Es gibt einmal die, ich will die nur mal kurz durchspülen Variante, und einmal die könnte jetzt auch ein, zwei Wochen im Regal stehen, bis ich die wieder raushole, und dementsprechend sollte die schon richtig schön sauber sein. Die erste Variante mit, ich spüle einfach mal kurz die Pfeife durch, ist relativ einfach gemacht. Ihr nehmt das ganze Ding auseinander, ihr kippt das Bowlwasser aus, ihr schüttelt einmal kurz die Bowl mit Wasser durch, dann passt das, die kann dann abtropfen. Man kann auch irgendwie Stückchen von einem Küchenhandtuch kleinschneiden, da reinschmeißen, um die abzutrocknen. Bei mir steht die einfach eine Nacht auf dem Kopf und dann ist die in der Regel trocken. Die anderen Teile spüle ich auch einfach nur kurz mit Wasser durch, ganz sporadisch, vielleicht sogar ohne Reinigungsmittel meistens. Den Schlauch auch einfach nur einmal kurz mit Wasser auswaschen, dann über eine Tür hängen oder so, damit er schön austropfen kann. Das ist übrigens sehr wichtig, dass ihr die Sachen wieder trocknen lasst, nicht einfach irgendwie den Schlauch waschen und dann in eine Schublade stecken und dann liegt da irgendwie noch diese Brühe vom Waschen drinne, das ist dann auch nicht so geil. Also da auf jeden Fall aufpassen. Aber das war es dann eigentlich schon großartig. Ja, also ich spüle das wirklich nur einmal kurz mit Wasser durch und gut ist. Meistens, wenn ich die Pfeife eh gleich wieder rauchen will oder am nächsten Tag sowieso wieder rauche und ich weiß, die wird dann eh sehr bald sowieso wieder dreckig und das lohnt sich eigentlich gar nicht, da jetzt super viel Arbeit reinzustecken. Ist das optimal? Nee. Bin ich zu faul, um es immer super gründlich zu machen? Ja. Aber ab und zu ist es dann doch an der Zeit, dass so eine Pfeife mal ordentlich sauber gemacht werden muss. Und wenn ich meine ordentlich, dann ist das auch wirklich ordentlich. Dann wird das Ding komplett auseinandergenommen in so viele Einzelteile, wie das nur geht, weil auch an den Gewinden sammelt sich ab und zu mal ein bisschen Molasse. Das muss nicht immer nur innen am Taucher oder obviously in der Bowl sein. Ihr seht ja auch schon, wie meine hier nebenbei aussieht. Die habe ich vielleicht jetzt mal ein bisschen extrem geraucht, damit das nochmal ein bisschen krasser rüberkommt im Video, wie sowas dann aussehen kann. Aber ihr seht es ja auch immer in den Livestreams, übrigens Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Sonntag, meistens ab 19 Uhr auf YouTube und Twitch. Schaut gerne mal vorbei. Da kommt relativ oft der Kommentar, sag mal Marvin, hast du das Wasser gefärbt oder ist das dreckig? Meistens ist es dreckig. Ja, und wenn die Pfeife dann eben so verschmutzt ist, dann kommt die gründliche Reinigung. Wenn wir alles in Einzelteile zerlegt haben, kann man, wenn man eine hochwertige Pfeife aus Edelstahl hat, dann kann man die Teile einfach in die Geschirrspülmaschine packen. Das ist der wohl einfachste Weg. Aber das würde ich euch wirklich nur bei sehr hochwertigen Pfeifen empfehlen. Zum Beispiel habe ich mal gedacht, ach, ich könnte ja auch einfach mal den Kaloud in die Spülmaschine legen. Der sah danach sehr komisch aus. Kann ich also nicht empfehlen. Aber mit so einer Steamulation, mit einer Aeon und so weiter, kann man das auf jeden Fall machen. Funktioniert auch unglaublich gut. Ich habe es auch mit der Bowl probiert. Da wäre ich allerdings vorsichtig. Ich habe die Maschine nur auf 40 Grad angemacht. Der Bowl ist nichts passiert. Ich wollte es einfach mal testen und es hat geklappt. Aber die Bowl würde ich wahrscheinlich doch lieber mit der Hand machen. Und mit der Bowl fangen wir auch als erstes an, weil die muss danach eh abtropfen. Als erstes das alte Wasser einmal auskippen, einen Schluck kühles, aber kein eiskaltes Wasser. Hauptsache der Temperaturschock für das Glas ist nicht zu groß. In der Steamo-Bowl wird man damit nichts machen, wenn man aber eine relativ günstige China, Russland oder irgendwas anderes Bowl hat. Dann könnte es schon reichen, wenn das Wasser vorher eiskalt war und man macht heißes Wasser rein, dass einem die Bowl platzt. Also da wäre ich auf jeden Fall vorsichtig. Dann schüttel ich das Ganze ein bisschen aus und dann haben wir mehrere Möglichkeiten. Die Möglichkeit, die wir heute benutzen, sind die Perlen von Rauchkultur. Diese Kügelchen zum Saubermachen von der Bowl gibt es in vielen verschiedenen Ausführungen. Man könnte auch Reis nehmen, habe ich früher auch oft gemacht. Finde ich aber ehrlich gesagt nicht so cool, weil es halt Lebensmittelverschwendung ist. Die Kügelchen kosten halt einmal Geld, dafür halten die ewig. Die von Rauchkultur habe ich gerade zum Testen bekommen, deswegen benutzen wir die auch heute. Es sind Keramikkugeln, die relativ klein sind, aber dafür relativ viele dabei. Wir haben so ein kleines Säckchen dabei, das heißt, wir können die Kugeln da drin auch wieder trocknen lassen. Und wir haben noch ein Glas, was schon mal cool aussieht, aber auch noch einen Korken dabei hat, den man dann oben auf die auf die Bowl packen kann, sodass kein Wasser rausschwappt. Wenn wir dann also die Bowl einmal kurz mit klarem Wasser durchgespült haben, um schon mal so den groben Schmutz wegzubekommen, kippen wir einfach die Kügelchen rein. Ich mache immer noch einen kleinen Spritzer Shisha-Reiniger mit rein, da könntet ihr auch ganz, ganz kleines bisschen Seife oder sowas nehmen. Das ist eigentlich nicht so wichtig, was ihr dafür nehmt. Ihr könnt es auch komplett ohne machen. Ich finde es aber trotzdem ganz gut, wenn da noch irgendwie ein Reiniger mit dran ist. Danach riecht die Bowl auch wieder richtig gut. Also ein kleines bisschen Reiniger, die Kügelchen rein, dann den Korken oben drauf und dann heißt es eigentlich einfach nur noch wild umherschütteln. Und dann kratzen diese Keramikkugeln die ganze Bowl von innen schön sauber. Keine Angst, sie kratzen den Dreck zwar ab, aber sie beschädigen die Bowl nicht. Ich habe das Ganze sogar mal mit Centstücken gemacht. Das funktioniert auch. Da hatte ich große Sorge, dass irgendwas zerkratzt, aber auch da ist zum Glück nichts passiert. Wäre ich mir aber auf Dauer nicht so sicher wie bei den Keramikkugeln von Rauchkultur. Wenn wir dann damit fertig sind und die Bowl zwischen, also es kommt natürlich auf die Verschmutzung an, ist eure Bowl super schmutzig, könnte es sein, dass ihr da auch mal 5 Minuten wild die Bowl umherschütteln müsst. Wenn die Bowl noch relativ sauber ist, reicht es wahrscheinlich da gerade 30 Sekunden ein bisschen die Kugeln in der Bowl umherzuschwenken und dann passt das Ganze schon wieder. Was cool ist, bei den Rauchkulturperlen ist wie gesagt dieser kleine Sack dabei, den können wir dann einfach oben über die Bowl stülpen, kippen das Ganze einmal um und haben die Kügelchen in dem Säckchen und können das Ganze zum Trocknen nebenhin legen und wenn die getrocknet sind, können wir das Ganze wieder in dieses Glas geben. Und danach sind wir auch schon durch mit der Bowl. Die Bowl jetzt einfach austropfen lassen, damit das ganze Wasser rauskommt. Einfach auf Kopf stellen, irgendwie auf eine Abtropfmatte oder sowas oder auf ein Geschirrhandtuch oder auf ein Zewa, was ihr da eben gerade habt. Und dann sind wir mit der Bowl auch schon fertig. Die restlichen Teile haben wir ja schon zerlegt. Es gibt mehrere Wege, wie man die sauber machen kann. Die erste Möglichkeit, die ich euch ja schon genannt habe, wäre die Spülmaschine, würde ich aber wirklich nur bei hochwertigen Pfeifen machen. Die andere Möglichkeit wäre, sich eine Cookie Dent Tablette zu holen. Das sind eigentlich Gebissreiniger-Tabletten, funktionieren aber auch hervorragend, um eine Bowl oder auch um die Teile von einer Shisha gut sauber zu kriegen. Ich lasse dann einfach ein bisschen lauwarmes Wasser in mein Spülbecken ein, unten diesen Plömpel rein, damit das Wasser nicht abläuft, Cookie Dent Tablette mit rein und alle Shisha-Teile damit reinschmeißen und die einfach kurz einweichen lassen. Ja, wenn das Ganze dann da ungefähr so eine Stunde drin lag, man könnte das Ganze auch über Nacht machen, finde ich aber ein bisschen übertrieben. Dann schnappe ich mir noch ein paar Bürsten. Da müsst ihr mal gucken, welche ihr da nehmt. Es gibt natürlich größere und kleinere, je nachdem welche Shisha ihr da habt und welche Durchmesser eure Pfeife haben, könnten da andere passen. Müsst ihr einfach mal ausprobieren, aber einfach die passenden Bürsten kaufen. Das kauft man sich in der Regel einmal oder hat man das und die sind ja auch nicht teuer. Und dann einfach alle möglichen Öffnungen von der Shisha da einmal ordentlich unter lauwarmem, laufendem Wasser durchschrubben. Und danach eigentlich auch wieder nur noch abtropfen lassen und dann kann man das Ganze wieder zusammenbauen und hat seine komplette Pfeife schön sauber. Bei den Köpfen mache ich das so, Tabak entweder erst in den Müll oder, falls ihr das euren Rohren zutraut, einfach in die Spüle. Ich muss zu meiner Schande gestehen, bei mir landet der Tabak oft einfach im Rohr. Bis jetzt ist nichts passiert, toi toi toi, schauen wir mal, was die Zukunft bringt. Wenn ihr auf der sicheren Seite sein wollt, dann schmeißt ihr den Tabak erstmal in den Müll, schmeißt euren Kaloud, falls ihr mit Kaloud raucht, einfach mit in die Spüle, dann den Kopf einfach von innen nochmal ein bisschen durchspülen. Ich habe immer noch einen Stahlschwamm nebenbei und wenn da oben so eine Kruste entsteht, dann kann ich da einfach mal ganz leicht mit dem Stahlschwamm drüber gehen. Bis jetzt ist bei meiner Glasur von den Köpfen noch nie was passiert. Ich habe auch noch nie was Negatives gehört. Ich muss aber dazu sagen, ich hatte am Anfang auch Angst, mit einem Stahlschwamm da an den Kopf zu gehen. Wie gesagt, bis jetzt bei mir alles gut gegangen, aber das auf jeden Fall try at your own risk oder so. Da müsst ihr euch selbst überlegen, ob ihr das mit eurem Kopf riskieren wollt. Dann haben wir auf jeden Fall den Kopf sauber und wie man den Kaloud sauber macht, das habe ich euch ja schon im HMD-Video gezeigt. Beim Schlauch mache ich es relativ ähnlich wie bei der Pfeife, das kann man entweder mit einlegen oder man hält einfach seinen Schlauch an den Wasserhahn, lässt da ein bisschen Wasser durchlaufen, dann nehme ich den Schlauch nochmal vom Wasserhahn ab, mache da nochmal ein bisschen Spüli rein, lasse ein bisschen Wasser nachlaufen und schüttel das Ganze einfach kreuz und quer durch die Gegend, lasse das rauslaufen, halt den Anschluss wieder an den Wasserhahn, lasse da nochmal normales Wasser durchlaufen und dann wird er wieder aufgehängt zum Trocknen. Und das ist eigentlich auch schon alles, das heißt die Reinigung von der Pfeife, es braucht ein bisschen Zeit und manchmal muss man was einwirken lassen und manchmal muss man seine Bowl ein paar Minuten hin und her schütteln und klar, man würde lieber eine Pfeife rauchen als eine Pfeife sauber machen, aber das gehört nun mal dazu. Falls ihr noch Tipps und Tricks rund ums Saubermachen habt, lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen, vielleicht können wir uns da noch ein bisschen gegenseitig helfen, aber so mache ich das bis jetzt auf jeden Fall immer und bis jetzt hat es auch immer funktioniert. Falls euch das Video helfen konnte, lasst mir gerne einen Daumen nach oben oder ein Abo da und dann bis zum nächsten Mal, eure Shisha WG.